der Gast ist im Moment noch auf einem Familienfest, aber ich weiß, er hat verflixte Verwandtschaftsverhältnisse. Johannes Scherer! Danke, dass ich so lange warten konnte. Vielen Dank. Ich habe mich ehrlich beeilt. War es schön bis jetzt? Ja. Gut, ich habe da draußen reite zwei Rentner aufeinander herum und singe französische Chansons. Ich glaube nicht. Du hast alles mit. Ich war noch, aber ich muss. Es gab überhaupt keine Verdun. Ich war bei der Tante Elisabeth auf ihrem 94. Geburtstag. Das ging leider vor heute Abend. Ich bitte ehrlich um euer Verständnis. Die Tante Elisabeth ist eigentlich für ihr 94 noch topfit. Also ich sage mal, wenn ich mit 54 noch halb so gut drauf bin wie die mit 94, ist alles in Ordnung. Das dürfe sie ihr aber nie sagen. Wenn sie ein schlimmes Schicksal mal nach Schöllgrippe verschlägt, dann sagen sie ihr bitte, sie sieht nicht gut aus. Die Tante Elisabeth will ins Guinness-Buch der Rekorde. Als die Frau mit den meisten eingebildeten Krankheiten pro Quadratzentimeter Körperfläche. Das Problem ist, ich muss das kurz erklären, das ist ganz einfach eigentlich. Die Tante Elisabeth ist die gesündeste von ihrem Schuljahrgang. Ist nämlich auch die letzte. Die hat sonst niemand. Ihr soziales Netzwerk, das ist das Wartezimmer vom Dr. Roth. Jetzt muss sie natürlich immer einen Grund haben, da hinzugehen. Und jetzt, die Tante Elisabeth hockt jeden Abend auf ihrem Fernsehsessel und guckt immer in alle dritte Programme. Gibt's abwechselnd an verschiedene Wochentage, das ist wunderbar über die ganze Woche verteilt, so Gesundheitsratgeber-Sendungen. Ich glaube, bei Ihnen, Herr Dr. Reitz, ist das Service Gesundheit, das guckt regelmäßig, treuer Fan. Dann macht der Bayerische an einem anderen Wochentag was, der Südwest-Ding, dann der mittelmäßige Deutsche Rundfunk. Sie können jeden Abend, können Sie irgendwo anders sich gesundheitlich beraten lassen. Vom Professor Bankhofer war sie so ein Fan. Kennt ihr den Professor Bankhofer? Er ist ein ganzer Fan, er ist ein ganzer feiner Österreicher mit immer so einem Seidenschal. Den hat sehr gern gesehen, die Tante Elisabeth. Hat sie mir gesagt, der ist so schön einfach, da kann man haben, was man will. Schnuppe, AIDS, Ebola, Hauptsache erst einmal ein Appelreiber. Das jetzt guckt die diese Ratgebersendungen und verfolgt, was jetzt gerade an Krankheiten im Moment im Trend ist. Und ich garantiere euch, bis die Sendung fertig ist, hat die das. Da geht sie am nächsten Tag, sitzt sie wieder beim Dr. Roth im Wartezimmer. Und dann, ich hab sie neulich, die wollte mir gar nicht mehr die Hand geben. Ich komme zur Tür rein, da hängt sie so schlaff runter. Sag ich, was ist denn los? Sagt sie, ach, ich habe ganz schwer Radialis-Lähmung. Sag ich, was hast du? Ja, Radialis-Lähmung, da kann man das Handgelenk nicht mehr gerade machen, das hängt dann also ab. Ich sage mal, einsame alte Männer wünscht mir so etwas nicht. Und sagt, ach, jetzt hör auf. Neulich hat sie sich Reisediarrhoe diagnostizieren lassen, die war, ihr lebt auch noch nicht aus dem Dorf raus. Aber ich bin ihr auf die Schliche gekommen. Heute Abend an ihrem 94. Geburtstag haben wir rausbekommen, was los ist. Wir haben alles, war alles wunderbar. Wir waren schon, wir hatten die Gedichte aufgesagt, wir hatten die Lieder gesungen. Die Tante Elisabeth saß am Kopfende, leichenbitter Miene. Dann weißt du schon, aha, sie will gefragt werden. Und dann gehst du halt irgendwann, gehst du hin, sagst du, Tante Elisabeth, ist denn nicht gut? Ach, hör mir auf, mein letzter Geburtstag, ich weiß es genau. Es geht zu End. Sag ich, ehrlich jetzt? Ja, du brauchst mich gar nicht beruhigen, daran stirbt man, ich weiß es, ich krieg die Mors subita infandum. Sag ich, ehrlich, seit wann weißt du denn das? Seit gestern Abend, 20.15 Uhr. Das, ja, und da habe ich gesagt, jetzt Moment. Der Clou kommt ja. Jetzt sage ich, Moment, was kriegst du? Ich krieg die Masse wieder in Fandum des End. Sag ich, ja klar, jetzt kannst du dich gehackt lesen, dann, Elisabeth. Ein bisschen Latein hatte ich in der Schule. Das ist der plötzliche Kindstod. Die Tante Elisabeth. Glaub mir, die frisst auch alle Medikamente, die es so gibt. Die werft Drogen ohne Ende ein. Alles auf Rezept. Neulich kam und sagt, guck mal, ich hab mir jetzt das Viagra verschreiben lassen, ich kann wieder gerade stehen. Das Problem ist jetzt folgendes.
Man kann das ja nicht auf unbestimmte Zeit rausschieben. Irgendwann ist Feierabend. Der Hester wird sie noch überholen, da bin ich mir sicher, mit 110 ungefähr, wird sie die Augen schließen. Ich weiß, ihr letzte Worte werden sein, ich hab das immer gesagt. Ja? Das Problem ist, wir können die Tante Elisabeth, die hat so viel Medikamente in uns, die dürfen wir gar nicht beerdigen. Das verstößt gegen sämtliche Umweltauflagen, die müssen wir entlachen. Die müssen in Gorleben ein paar Fässer auf die Seite schieben. Dass sie da, ich glaube mir, der letzte Castor-Transport hat noch nicht stattgefunden. Wir werden mit der Tante Elisabeth, ihr könnt euch wieder an die Schiene ketten. Das ist ein Schlitzohr. Das hat ihren Sohn genauso. Der Onkel Dietmar, der hat es geerbt. Das ist ein Schlitzohr. Der Onkel Dietmar, der hat bei uns in Schöllkrippe, hat der den Kfz-Meisterbetrieb. Mir ist letztes Jahr endlich mal was passiert, was ich mir immer gewünscht habe. Mir ist vorne am Auto die Windschutzscheibe verplatzt. Das wollte ich immer haben, weil da hätte ich mal einen Grund, zu dem Carglass zu gehen. Ich sehe das immer. In jedem Werbeblock ist dieser Car. Ich wollte auch nicht zu irgendeinem. Ich wollte zu dem Klarglas-Zender in Leipzig. Da kenne ich den Filialleiter. Besser als mir lieb ist. Ich bin jetzt den ganzen Weg bis nach Leipzig gefahren, auf den Hof und dem Reparaturzender. Und den Typ aus dem Werbespot gibt's ja wirklich. Das ist kein Schauspieler. Der ist ja gerade aus einem Sprinter raus, ich auf den zugeschossen, schon mit so einer violetten Halsschlagader. Ich hab gesagt, Sie kenne ich. Sie sind doch der in jedem Werbeblock, auf jedem Kanal, wirklich stundenlang mir die Geschichte erzählt von Ihrem Kunden, dem genau das passiert ist. Nö, hat er beim Ausparken ein Haares in der Windschutzscheibe. Da denkt er sich nichts Böses dabei. Auf einmal auf der Autobahn macht's Krack. Windschutzscheibe gerissen. Na, Gott sei Dank kam er rechtzeitig zu uns, denn wir könnten ihm die Scheibe mit unserem TÜV-Rheinland zertifizierten, NASA-getesteten Hartz-IV-Z5X3-Verfahren mit der Vakuumpumpe kitten. Wir machen das auch mobil. Wir kommen auf Bedarf, wenn Sie unsere Hotline anrufen, auch zu Ihnen nach Hause. Die Teilkasko hat 150 Euro dazu bezahlt und am Ende haben wir geheiratet. Sind Sie das? Und der war völlig von der Socke. Der war völlig von der Socke. Der sagt, na, haben Sie mich erkannt, aus dem Fernsehen? Sag ich, jawohl. Und ich bin den ganzen Weg zu Ihnen nach Leipzig gefahren, um Ihnen mitzuteilen, bei Ihnen lasse ich es nicht machen. Ich wusste ja, wo ich hinzugehen habe. Ich bin beim Dietmar. Ich bin zum Dietmar und gesagt, Onkel Dietmar, hast du für mein 2009er Kombi eine Austauschwindschutzscheibe? Und jetzt könnt ihr mal den Unterschied sehen. Der Dietmar hat sofort in Sekundenbruch, der musste überhaupt nicht überlegen, hat er gesagt, no. Aber wir haben das Garagedach neu geteert, wir haben noch schwarze Spachtelmasse übrig. Sagt Dietmar, du hast das schon verstanden, das ist vorne die Windschutzscheibe. Ach, das ist doch bloß so ein kleiner Knuppe. Da kannst du doch drüber weggucken, das ist doch oberhalb vom Sichtfeld. Ja, und da machst du schwarze Spachtel, wie sieht dann das aus? Sagt er, nix, ich mach dir das ganz gleichmäßig, symmetrisch, akkurat. Sagt er, und das hält. Sagt er, das hält nicht nur, das hebt. Gut, probieren wir es aus, hat nichts gekostet, Verwandtschaftsdienst. Ne? Da hat er so ein kleines schwarzes Rechteck unterhalb vom Sichtfeld, das war sehr stabil. Man konnte einwandfrei drüber weggucken, es hat prima gehalten, nur wie ich dann wieder daheim war, die Nachbarn haben nicht mehr gegrüßt. Es war so nett, wenn ich mal auf die Arbeit gefahren bin, die haben mit den Kindern in die Schule gegangen, die haben immer gewunken, die haben jetzt den Kindern die Augen zugehalten, wenn ich entgegengekommen bin. Ich hab die ganze Zeit, was hast du den Leuten getan? Dann bin ich dahin gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll. Ich bin dahin gekommen, ich bin geblitzt worden. Und ich hab das Foto gesehen, dieser schwarze, gebappte Fleck vom Onkel, die unterm Sichtfeld, ich hab euch mal Blitzfoto mal mitgebracht. Wenn ihr einen Herzschritt machen habt, geht lieber raus. Ich hab geguckt, wirklich, ihr müsst euch das mal angucken. Thank you.
ich hab mich so geschämt. Ich hab den nächsten Morgen, da hatte ich ein Sondereinsatzkommando in der Wohnung. Die wollte mich als V-Mann für den Verfassungsschutz anwerben. Ich hab doch mit den braunen Gesocks nichts zu tun. So schnell war ich noch nicht beim Dietmar auf dem Hof. Ich hab gesagt, Dietmar, nennst du das Agro? So hab ich nicht gesagt. So ich hab's vom Sinn her, aber so, inhaltlich. Und da hat der Dietmar, stellt er sich hin und sagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Vor 4 Wochen haben sie dich in Österreich geblitzt, da kam kein Knöllchen, sondern Fanpost. Und gute Nacht, Frankfurt, hey Laub.